Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play KOTOR im Stream. Ja, wir sind dabei, in die Sith-Botschaft einzudringen. Mal gucken, was der Diplomat dazu sagt. Oder können wir da einfach rein? Wahrscheinlich nicht. Ihr seid der Schiedsmann des Angeklagten, nicht wahr? Ich kannte Elassa. Wenn es in dieser Galaxis Gerechtigkeit gibt, wird Sanri den Phyraxanern zum Fraß vorgeworfen. Solltet ihr euch nicht auf den Prozess vorbereiten? Was wollt ihr hier? Ich habe diese Zugangskarte. Warum belästigt ihr mich, wenn ihr Papiere habt? Geht einfach hinein. Ach so, ja gut, dann tschüss. Yay, wir können einfach so in die Sith-Basis spazieren. Das interessiert sie nicht. Das ist doch super. Ja, der Typ wird wahrscheinlich aufgehangen, oder? Hey du, wer bist du? Wie bist du hier reingekommen? Hey, Mädchen, na? Ich habe eine Zugangskarte. Ich habe eine höhere Autorisierung. Wollen wir lügen? Leute, sollen wir ehrlich sein? Wollen wir lügen? Oder wollen wir die Macht einsetzen, um sie zu überzeugen? Was sagt ihr? Ich glaube, gegen die Macht wird sie immun sein, hä? Dann kommt sie nur auf die Schliche. Ich weiß es nicht. Wenn der alte Mann sich da durchkämpft, dann soll sich die alte Frau gefälligst auch durchkämpfen. Man muss den Jungspunden mal zeigen, wo der Hammer hängt. Ja, bitteschön. Das würde ich aber auch meinen hier. Kannst du auch, Jay. Das ist mir auch recht. Keiner eine Meinung. Kein 1, 2 oder 3. Okay. Dann nehme ich halt mal, was ich meine. Zugangskarte lügen. Toro ist schon mal für 2, okay. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was hier die beste Entscheidung wäre. Mit der Macht sind wir relativ safe, aber wenn sie es erkennt, dann haben wir ein Problem. Und wir haben ja gehört, dass die Sith da ein bisschen Probleme, also ein bisschen uns Probleme machen können, weil sie gut ausgebildet sind. Wenn man bedenkt, dass wir einfach schon 2 Minuten vor ihr stehen und nicht sagen so, hallo, ne? Ja, das Wetter ist schön. Ja, deine Frage gleich, gleich, gleich. Oh, Paint, nicht so spammen, ne? Du willst nur, dass wir Stress bekommen. Ja, dann nutzen wir halt die Macht. Wir sind autorisiert, hier zu sein. Macht, du. Ich Ah, oh, kenne fuck. jeden Sith auf diesem Planeten, aber dich Toll, habe ich noch Payne. nie Ist gut gesehen. gemacht. Na, das haben wir gleich. Commander Gran, zu mir, sofort. Ja, so viel dazu, Payne. Dankeschön. Haben Sie diese Personen hier reingelassen? Ich kenne sie nicht und ihre Ausweise sind gefälscht. Das sind Spione. Was? Alarm! Alarm! Droiden, Ja, vernichten Sie! nein. Ja, nein. Nein. Nein, 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 nein. Da habe ich keinen Bock drauf, Leute. Ich will das ein bisschen im Stillen machen. Wir haben ja gesagt, wir dürfen hier nicht so viel Aufmerksamkeit erregen. Ja, warum höre ich auf Payne? Ich höre jetzt mal auf Toro und wir lügen. So. Hey du, Toro ist wer? eine Frau, die kennt sich damit aus. So. Ich weiß, der war böse. Ich muss das nicht, euch nicht sagen, ich habe eine höhere Autorisierung. Ah, Ich fuck. kenne Commander. Ja, und jetzt versuchen wir es nochmal mit der Wahrheit. Und wenn das wieder im selben endet, dann haben wir halt Pech gehabt, dann müssen wir sie halt Haben töten. Sie diese Person? Ich kenne. Was? Dann müssen wir sie halt alle umbringen. Ich will sie nicht umbringen unbedingt. Ich meine, die anderen Sith, okay, die hatten auch einen Jedi dabei. Das sind keine Jedi, also keine dunklen Jedi. Die sind einfach nur doof. Hey Warum du, höre ich wer auch bist? auf eine Frau, ne? Ich habe eine Zugangskarte. Deine Zugangskarte ist Ah. unge. Command. Okay, jetzt kriegt sie halt auf die Schnauze, die dumme Kuh. Wenn sie es unbedingt braucht, weißt du, dann kriegt es auch. Haben Sie die. Ich kenne Sie. Hammerhart. Ja, kennen wir schon, kennen wir schon, kennen wir schon. So. Dich da werden wir direkt mal rumwirbeln. Du haust den Druiden weg. Und danach haust du den Druiden weg. Du machst dasselbe mit den beiden und dann tötet ihr den da zusammen. Hoffen wir mal, dass das funktioniert. Okay, und du. Gucken wir mal. Du kannst die Troller weghauen. Aha, 2 Druiden tot. Yay, geil. Aber sie ist nicht so gut da drin. Er ist wirklich gut. Er hat die einfach so platt gemacht, die Druiden. Oder beziehungsweise deaktiviert. Und dann das ist es wie lähmen im Grunde. Und danach haben wir sie einfach zerhackt. Das war cool. Ja, hat leider nicht wirklich viel gebracht. Ichani-Florett. Das ist ja gut. Das ist sicher dreckig gut. Okay, die sind tot. Sie hat noch ein paar Überreste. Ich wollte sie eigentlich alle töten. Sie ist selber schuld. Ein Nervenimplantat. Aber das ist wahrscheinlich nur Willensstärke, oder? Und nicht das, was ich gerne hätte. Nervenimplantat.
Kardiovaskularimplantat für die Verfassung, für die Geschicklichkeit. Nervenimplantat. Immunität gegen Manipulieren. Puh. Deswegen hat die es überlebt, die dolle Troller. Die hatte so ein Implantat. Unglaublich. Gang, Gang. Der Aufzug. Wirklich? Der Typ kam aus dem Aufzug mit vier Droiden? Ach, das war der Botschafter? Nee, das kann nicht der Botschafter gewesen sein. Wir gehen mal den kurzen Gang. Immer die Frauen, und warum spielst du denn eine? Ja, ich habe nie gesagt, dass sie blöd sind. Ich habe gesagt, dass man nicht unbedingt auf sie hören sollte. So, die Mine. Wer hat denn hier eine gute Sicherheit? Sicherheit. Sicherheit. 0. 0. 8. Okay, Junge, du bist mein Sicherheitsdruide. Der ist sehr bewandert, muss man sagen. Chef? Chef? Would you kindly... Ja, so viel dazu. Ach so, es ist kein Sicherheit, es ist Sprengstoff. Wartet mal, Sprengstoff. Ich bin noch doof. Ein Sprengstoffeinsatz. 4-0. Ah, 4-0-0. Okay, und was hat der in Sicherheit? Hat er auch 0. Ja, super. Ja. Also sind wir echt die beste Wahl dabei. Dann versuchen wir sie zu entschärfen. Das wird wehtun. Ouchie. Mist! Achso, hat noch nicht geklappt. Okay, noch nicht geklappt ist okay. Oh, das ist Fähigkeit zu... Zum Glück könnt ihr euch mittlerweile ohne Medipacks heilen. Das finde ich sehr angenehm. Das ist eine sehr schöne Sache. Und da geht's zu einer versiegelten Tür. Das ist interessant. Vielleicht können wir die ja entriegeln noch. Wir haben bestimmt Texanerin. Erst schießen, dann fragen. Genau. Ja, die ist auf jeden Fall doof gewesen, die blöde Troller. Das kann ja wohl nicht sein. Kontrollraum, das gefällt mir. Immer mal platt. Ja, ich würde gerne Pause haben, mein Freund. Sith Captain, den wirbeln wir herum. Elite Trooper wirbeln wir auch herum. Und danach töten wir den Captain. Und währenddessen wirbelst du den herum. Versuchst den anderen zu lähmen. Oh, kannst du besser einen Laserschwertwurf machen, das ist auch mal cool. Und dann tötest du ihn. Und du... lähmst den. Lähmst dann nochmal den anderen und dann tötest du ihn. Hier bin ich. Ah, guck mal, wie es klappt. Oh, der ist direkt gestorben. Seid ihr Weichkekse, ey? Guck mal, was das für Weichflöten sind. Und der ist gelähmt und wird rumgewirbelt. Das ist auch cool. Voll geil, wie schnell die sterben, Leute. Sind wir so überlevelt? Das kann ja gar nicht. Ich bin hier. Und wirbeln. Wirbeln. Nein, dann wirbel ihn. Wirbel ihn. Hui! Nein, doch nicht. Boah, wie gemein. Er hat sich gerettet, die Sau. Oh, ich wollte ihn doch wirbeln. Dann wirbel ihn. Dann töte ihn einfach. Ist auch okay. Ich mag immer noch, wie die Kämpfe gemacht sind. Dieses mit dem Blocken und sowas. Auch wenn ich nicht weiß, wie man mit so einem komischen Schwert ein Lichtschwert blocken kann. Also ein Schwert, das aus Energie besteht. Naja. Aber es sind wie immer nur Knalltüten. Und möchte gerne... Das hätten wir wahrscheinlich auch sprengen können. Das da, diese Conduits, das hier, das sind immer Sachen, die man aufsprengen kann, wenn man an der richtigen Konsole sitzt. Und dann hätten wir wahrscheinlich schon die Hälfte des Raumes so clearen können, aber ich meine, was soll's. Dafür brauchen wir immerhin keine Computerteile. Drucktüren. Ah, die Kammer in dieser Tür ist mit Wasser gefüllt. Cool. Vielleicht hätten wir den Raum auch fluten können, dann wären auch alle gestorben. Wasserpumpenanalyse, da können wir ja mal drüber lesen. Wenn unser Inventar nicht so groß wäre, aber ich will doch nicht das alles verkaufen. Manaan Reiseführer, jo. Geschicklichkeit und Wasserpumpenanalyse. Commander Hasek, betreff Wasserversorgung des Thermalheizsystems. Was hast du dabei gedacht? Wieso hast du den Luftschleusenmechanismus auf dem einzigen Weg zur Nordseite der Basis installiert? Jetzt müssen alle wissen, wie man das Wasser von einem Raum in den nächsten pumpt, ohne versehentlich den Raum, in dem man sich selbst befindet, unter Wasser zu setzen. Wir haben allein in dieser Woche 7 Trooper verloren. Wenn ich das nächste Mal hier bin, ist das Problem gelöst. Verstanden? Ich kann es mir nicht leisten, noch mehr meiner Leute zu verlieren, während ich mich um die Selkath kümmere. Adjutant, tut mir leid, Sir, aber wir mussten den Pumpmechanismus austauschen, nachdem einer dieser Fischmenschen in eine der Ausgangsöffnungen geschwommen war. Die externen Durchflussregler leiten das Wasser jetzt nur noch in die nördliche und die südliche Kammer.
Die internen Durchflussregler regulieren den Wasserstand im Osten und Westen. Sie müssen das Wasser also nach Süden oder Norden pumpen und anschließend nach Osten oder Westen umleiten. Dann kann nichts passieren. An den Anzeigen der Durchflussregler sehen Sie, ob der benachbarte Raum geflutet ist. Wir haben außerdem ein paar Lebensformdetektoren installiert. Eigentlich dürfte jetzt nichts mehr passieren. Wir tun wirklich unser Bestes, um das System in den Gang zu bekommen, Sir, aber die Zelkath überwachen unsere Basis. Das macht die Sache nicht einfacher. Warum brauchen sie dann so einen Scheiß? Ha. Mysteries of... Enigma of the Mysteries, ne? Oder of the Mystical. Okay, der Raum scheint dicht zu sein. Er ist gesperrt. Was kann ich hier machen? Warnung. Die Aktivierung der Flusskontrolle führt möglicherweise zur Flutung belegt. Ich weiß nicht, welche Kammer hier geflutet werden soll. Die Konsole ist gestört, okay. Ihr singt im Duett, worum geht's gerade? Tausendmal berührt, oh Gott. Ja, tausendmal berührt. Das habe ich auch im Kopf. Das Lied. Ja, hier ist gesperrt. Achso, ich könnte jetzt aber sagen, hier. Okay, da wurde Wasser hingeleitet. Und jetzt kann ich hier rein, oder? Okay, und jetzt... Ha. Kann ich hier auch durch? Nein, kann ich nicht. Ja, aber hier werde ich wahrscheinlich sterben, wenn ich das mache. Wir wollen doch noch gar nicht hier durch. Ich will erstmal die anderen Sachen hier noch... Hier war ja noch ein Weg, den wir noch erkunden müssen. Das machen wir gleich. Yachi, ich bin immer brav. Immer. Hier ist auch noch mein Kontrollraum. Oh, moin, Jedis. Na? Oder dunkle Jedis. Du kommst mal in den Wirbelsturm, danach kommst du noch in den Wirbelsturm und dich töten wir. So, und währenddessen macht der alte Mann auch noch ein bisschen was. Nämlich du kannst mal versuchen... Ach, wirf einfach dein Schwert und dann hack ihn zu Brei, komm. Währenddessen kannst du den da zerhacken. Was kann ich tun? Yay, der erste ist schon tot. Der zweite ist tot. Aber das hier ist ein dunkler Jedi, das ist kein Schüler mehr. Der hat schon mehr drauf, wie ihr seht. Der hält schon ein bisschen aus. Wow, der hat gerade Bastila gekillt. So, jetzt fliegt er aber erstmal eine Runde. Dafür haben wir ihn gekillt und jetzt kommt der hier auch noch dran. Wie kann ich verfehlen, wenn er da wirbelt? Alter Mann, wie sieht's aus? Würdest du bitte mitkämpfen? Ich weiß nicht, es könnte cool sein. Ja, guck mal, das macht schön Schaden. Auch wenn er mich unter Strom setzt, was nicht so nett ist. Aber wir haben immer noch den alten Mann, der hier ein bisschen heilen kann. Und da geht er down. Sehr gut. Aber seht schon, wenn das keine Schüler mehr sind, dann haben die auch ein bisschen mehr drauf. Dann ist das schon mal ganz was anderes hier. Du jetzt auch nochmal... Nochmal. Und Bastila ist wieder fit. Sehr gut. Ja, ihr seht schon, das kann ganz schnell gehen hier. Dass man hier auch mal stirbt. Vielleicht soll ich das doch nochmal versuchen. Was gibt's hier Schönes? Das ist hier wieder ein Geschützturm oder sowas. Das hier ist jetzt Episode 1 pur. Oder? Ich finde sowas geil, diese Schilde und sowas. Da müssen wir vielleicht auch hin. Ja. Genau, ich spreche immer den Paint an, wenn ich sage, alter Mann. Oh ja, ein Energieschild. Und einen neuen Kristall. Genau das wollte ich haben. Sehr gut. Mehr Kristalle. Und ein kurzes Laserschwert. Ah, seht ihr, und hier wären wir dann auch hingekommen. Durch diesen Gang. Was gibt's hier noch? Jetzt mach ihm noch Mut, Toru. Ich wette, er hat sich schon seinen Platz der letzten Ruhe ausgesucht. Okay, ist wieder sehr gemein, ich weiß. Aber ist auch so lustig. Ein fehlerhafter Kriegsdruide. Wer hat hier ein gutes Verständnis von... Was brauche ich denn da eigentlich? Reparieren, ne? 4. Du hast 0. Und du sicher auch 0. Ach, du hast 1. Großartig. Also bin ich hier der Beste. Yay, dann... Wir haben aber genug Ersatzteile eigentlich. Also nimm mal. Er ist aktiv und greift alle Feinde in Reichweite an. Ja, Patrouillenmodus.
Dann die Schilde aktivieren wir. Oh nein, das wollte ich nicht machen, aber komm, jetzt kann er gleich alles haben. Los, auf geht's. Yay! Ganz viele Erfahrungspunkte, voll cool. Have fun, Leute! Okay, wir könnten den mal wirbeln lassen. Aua, da hat jemand eine Granate geworfen. Und unsere Leute sind aufgestiegen. Leider ich noch nicht. Die werfen dauernd mit Granaten, die Schweine. Seid ihr bescheuert? So, und du fliegst auch mal. Ja, sehr gut. So, und jetzt hacken wir den Typen mal zu Brei. Lasst es uns schnell erledigen. Es wird dein Ende sein. Oder wir hacken auch den hier zu Brei. Ist auch okay. Hui. Ja, guck mal, was wir für einen Schaden machen. Das ist so gut. Oh, Pain. Stell dich mal nicht so an. Ah, guck mal, wie schnell die sterben. Die können gar nichts. Nur Jedi können uns wirklich noch was anhaben. Abgesehen vielleicht von Sandleuten, einfach weil die kacke sind. Noch ein defekter Druide. Ach, das ist der Druide, den wir suchen sollten. Das ist ja cool. Jo, da hätten wir die Quest ja schon abgeschlossen, aber ich werde hier natürlich alles ausräumen. Ich sehe doch nicht ein, jetzt wieder zurückzugehen. Entschlüsselungstool und universelle Computerschnittstelle, danke. So, wir speichern natürlich. Heilen nochmal und ich will die beiden aufsteigen lassen. Automatisch und automatisch. Einfach, weil ich das nicht machen möchte und der Computer weiß das schon, wie er für die skillt. I hope. Ich bin hier. So, dass sie zumindest optimal für sich sind. Also für ihre Klasse. Ah ja, das Datenmodul. Nein. Nicht ablegen. Ich wollte doch das Datenmodul mitnehmen, verdammt. So. Habe ich jetzt alles mitgenommen? Ja, habe ich. Sehr gut. Behält das leer. Dankeschön. Jo, das ging schnell. Jetzt haben wir das mit dem Datenmodul erledigt. Auftrag der Republik, das verschlüsselte Datenmodul sichergestellt. Bringen Sie jetzt zu Roland One, damit der Besucher Sternkarte hilft. Okay, sehr gut. Währenddessen gucken wir uns aber hier natürlich noch um, wenn wir schon mal in der Botschaft sind. Dann können wir ja auch noch ein bisschen plündern und ein paar Druidenprobleme haben. Denn das hat wehgetan. Das hat verdammt wehgetan. Du wirst gewirbelt. Du wirst gewirbelt. Du schaltest den Druiden bitte aus. Ja, zerstören ist noch geiler, genau. Und du versuchst das bitte mit dem anderen. Wow, mit Feuer auch noch. Flammenwerfer ist immer sehr schlecht gegen Jedis. Also sehr gut eigentlich. Weil der tut denen sehr weh. Ja, komm. Hack ihn um. Sehr gut. Und den nächsten. Ich habe es. Der Druidenzerstörer hat zumindest ein bisschen Schaden gemacht. Ich dachte zwar, die könnten den Instant zerstören, aber naja. Guck mal, selbst wenn der abwehrt, kriegt er Schaden. Habe ich so das Gefühl. Heil doch mal. Was, Tina, was machst du eigentlich? Wie wär's, wenn... Ja, dann zerstör doch mal endlich. Das muss wehgetan haben. Wie sie es nicht macht, ne? Das ist komisch. Strange. Heil noch mal, denn da sind noch ein paar verletzt. Sehr gut. So, ja, da haben wir die schon mal erledigt. In 60 Jahren noch Platz ist? Was? Was? Wer? Was Platz? In 60 Jahren? Pain, willst du echt 90 werden? Also ich will es ehrlich gesagt nicht. Die westliche Lounge. Mal gucken, was wir hier noch so haben. Wahrscheinlich eine Menge... Crap, aber egal, komm. Hey Leute, na? Alles fit? Oh Gott, schon wieder so zwei Druiden, ne? Oh. Ja, der Trooper muss auf jeden Fall mal ein bisschen gewirbelt werden. Der Druide. Den können wir auch wirbeln. Und du wirbelst den anderen. Dann schauen wir mal weiter. Das muss wehgetan haben. Sehr gut. Die beiden wirbeln. Du kannst den kaputt hauen. Du kannst bitte den Jedi kaputt hauen. Das muss wehgetan haben. So wie Gary Linde das auch macht. Sehr gut. Und dann haut ihr beide zusammen den Druiden kaputt, der gleich wieder da runterkommt. So, sie hat nämlich noch ein bisschen mehr Zeit, hoffe ich. Sie hatte mehr Zeit zum Draufhauen, aber irgendwie bringt es nichts. Wirbel, los! Auf Wachtwirbelsturm! Das ist eine der geilsten Attacken ever, ne? Aber sie macht kaum Schaden an dem Ding. Ich weiß nicht warum. Ja, wir machen generell nicht so viel Schaden an dem Ding. Die machen auch komische Geräusche. Die klingen wie Bantas. So, du haust den kaputt und du solltest aber bitte versuchen, den zu zerstören. Du bist besser als die Troller. Deshalb versuch's mal, komm. Ja, guck mal, was er für einen Schaden macht mit Druiden zerstören. Genial. Ich bin hier. Genial. So, du bist ein bisschen entkräftet.
Du hast dafür noch viel mehr Kräfte. Also ich habe irgendwie als Jedi die wenigsten Machtkräfte, was uns später noch zum Verhängnis werden könnte. Oh, schöne Lounge. Ich meine, man kann schön rausgucken. Das sieht toll aus. Ah, ein nördlicher Computerraum. Sehr gut. Oh oh, was ist das denn bitte? Okay. Ah! Ich glaube, das tut mir verdammt weh. Jetzt hätte ich gerne Gasmaske, verdammt. Habe ich nicht eine Gasmaske, Leute? Ja? Das vielleicht nicht, aber was ich habe... Oder warte mal, ich könnte mal nachgucken, ob ich eine Gasmaske habe. Ich glaube es aber nicht. Aber was ich habe, ist ein Jedi, der einfach einen auf schnell machen kann. Nee, ich glaube, ich habe nichts, was mich immun gegen Gift macht. Weisheit 5... Weisheit 5, warte mal. Wie wär's, wenn du das mal ausrüstest, mein Freund? Du hast jetzt was mit Bewusstsein. Aber wieso nimmst du nicht einfach mal... Ach, er ist nicht hell. Ah, damn. Aber sie ist hell. Sie ist doch hell. Wieso nimmt sie nicht so eins? Da, ja, bitteschön, nimm. Mehr Weisheit. Mehr Weisheit ist gut. Implantate kannst du leider nicht. Du auch nicht. Ich kann Implantate nehmen und ich habe nur ein Reaktionsimplantat. Aber leider auch nur der Stufe 1 die ganze Zeit. Ich habe noch ein Nervenimplantat, aber das ist doof. Verfassung wäre gut. Naja, wir nehmen Geschicklichkeit, das bleibt dabei. Wir haben noch einen Jedi, der schnell sein kann. Also, wie wär's mit Geschwindigkeit? Und go! Hui! Mal gucken, ob sie es übersteht. Yay, sie hat es überstanden. Und die anderen sind einfach mitgeportet. Sehr gut. Du könntest mal heilen. Du hast nämlich noch genug dafür, weil die anderen sind nämlich auch ziemlich tot. Tja, man muss nur wissen, wie man die Macht einzusetzen hat, ne? Ich bin hier. So, Computerkenntnisse hat aber er am besten. Ja? Das heißt, er kann hier wahrscheinlich noch was... Ach, guck mal. Wir können auch einfach den Dampf wegmachen. Yay! Ach, das war Dampf, das war gar kein Gas. Da hätten wir uns eh nicht verschützen können. Wir können mal gucken, ob wir das hier hacken können. Wir können jetzt den ganzen Kram... Wir können die Gebietspläne downloaden, aber das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Die Unterkünfte können wir uns ansehen. Aha, da ist noch jemand. Da können wir auch was überlasten anscheinend. Aber das ist mir zu wenig. Den Sicherheitsraum. Energiefeld deaktivieren. Kompere Zielprogramm. Wachtruinen deaktivieren. Also das Energiefeld deaktivieren wir auf jeden Fall. So, das andere machen wir gleich. Computersicherheitsraum. Wir können die Leitung überlasten, jo. Aha, alles kaputt. Dann Sicherheitsempfang. Ja, das hat sich erledigt. Wir hätten doch mit dem Schiff hier reingehen sollen, das wäre sicherer gewesen. Aber naja, so haben wir wenigstens ein bisschen gekämpft. Der Trainingsraum, guck mal einer, schau. Da können wir leider nichts machen, das ist schade. Da steht doch noch ein Selkath. Der Flusskontrollraum, seht ihr, hier hätten wir das überlasten können. Wachtruinen deaktivieren und sowas. Gute Leitung überlasten. Die Leitung hätten schon gereicht, um das Ding hier zu cleanen. Was haben wir noch? Den Dampfkontrollraum. Da sind wir wahrscheinlich gerade drin. Ja. Dann hätten wir noch den Demontageraum. Da waren wir auch schon. Also müssen wir auch nichts mehr machen. Gut, da sparen wir Sonden. Ich meine, man muss es ja nicht so machen. Das ist ja das Schöne. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Wir wollen aber den Sicherheitsraum sehen. Und... Wir haben... Nee, komm. Wir machen die Sicherheitsdruinen einfach fertig. Screw it. Haben wir ein bisschen Erfahrungspunkte bekommen. Das ist cool. Weil wir die nicht selbst ausgeschaltet haben. Ach so, und das war's hier schon? Ja, das ist ja toll. Ist ja voll super. Wofür also ein teures Grab? Ja, das habe ich auch so irgendwie... in Gedanken. Warum ein teures Grab? Man wird eh vergessen. So oder so. Heutzutage kennt zwar jeder noch Isaac Newton und Edison und was auch immer, aber man kennt die Leute eh nicht mehr. Also niemand weiß mehr, wie die waren und dann ist es doch eigentlich nicht viel wert, finde ich. Ist schwierig. Mag jeder sich auch so sehen, wie er selbst meint. Okay, wir müssen jetzt aber... Der Sicherheitsraum, der war hier. Puh, können wir ja mal rein, ne? Schon wieder die Mark IV Droiden. Die müssten mal in die Lüfte erhoben werden. Und du musst versuchen, bitte den Druiden zu zerstören. Und du sollst versuchen, den anderen Druiden zu zerstören.
Ich bin hier. Na komm, schubst ihn mal hoch. Ja, sehr gut. Haben wir geschafft. Dann können wir uns das sparen. Stattdessen hackst du den einfach zu Brei. Ah, guck mal, wie gut das ist, wenn man die einfach so mit Jedi-Kräften zerstört. Das ist so viel einfacher und besser. Und geht verdammt schnell. Verbesserter Gravitationsgenerator. Dankeschön. Das ist auch sehr cool, dass wir die Sachen einfach so bekommen. Dann müssen wir sie nicht kaufen. Und wir sind aufgestiegen. Endlich. Sehr gut. Und wir können unsere Attribute verbessern. Stärke wäre halt für uns das Beste. Stärke wäre für uns awesome. Bessere Reflexe und Granaten. Wir müssen die Intelligenz verbessern. Leute, es tut mir selber weh, das zu machen, aber Gary Linde muss schlauer werden. Damit wir das auch schaffen können, den Dings zu reparieren. Und ich werde reparieren trotzdem skillen. Auch wenn... Das kostet 2, ne? Das hier kostet aber nur 1. Nee, ich will überreden hoch haben. Kräfte. Reparieren werden wir trotzdem nochmal skillen. Ich könnte jetzt schneller werden. Wir können aber auch... Oh, das hier ist so gut. Die macht Welle. Ja, die macht Welle ist ziemlich gut. Das ist universell. Also nehmen wir die. Die ist wirklich ziemlich stark. Und später könnte Jedi das leider sowieso viel zu gut abblocken. Hier waren wir doch schon. Ja, das ist ja sinnvoll. Hätten wir uns wahrscheinlich vorbeischleichen können an den Patrouillen hier. Oder an den Kasernen, wo wir jetzt einfach mal ein bisschen rumballern werden. Mal gucken, wie die Machtwelle so ist. Hui, das ist ja lustig. Guck mal, wie sie alle getroffen werden. Es sieht zwar, sie bleiben 6 Sekunden am Boden liegen, aber ja, ist auch okay. Bastila, was machst du? Ach so, du kämpfst mit dem im Gang. Ja, das ist auch okay. Wir haben ja für jeden einer da. Das ist super. Wir entschärfen mal die Mine. Ich kann sie leider nicht mitnehmen, obwohl das sehr lukrativ sein kann, was Geld angeht. Ja. Oder wir lösen sie einfach nur aus. Das ist auch cool. Wann sind wir schnell? Wann sind wir gut? Yay, ganz viele Credits. Danke. Tja, das sind wohl all eure Einnahmen, all euer Sold, den wir gerade mitgenommen haben. Tja, ist schon doof, gell? Wenn plötzlich all die Kohle weg ist. Na gut, Bastila sieht nicht mehr so frisch aus. Komisch, uns hat der Typ kaum getroffen. Wir sind anscheinend ziemlich gut im Abwehren von Blasterschüssen. Was sehr, sehr gut ist. Sie hat 2 Supercomputer, ja, an der Brust kleben, genau. So. Jo, anscheinend gibt es hier nicht mehr so viel noch zu holen, aber... Selkath-Schüler? Ein Sith-Schüler? Seid ihr bescheuert? Hier, nimm das. Schweinebär, der du bist, ne? Gib mir wenigstens was Ordentliches, komm. Gib mir doch Dokumente, die beweisen, dass die Selkath mit den Sith zusammenarbeiten. Nicht mehr neutral sind, los. Damit wir sie alle ausrotten können. Nein, das will ich gar nicht. Ich mag die Selkath irgendwie. Aber hier war noch der Trainingsraum, zu dem wir noch müssen. Ich mag das einfach, diese Basen hier zu untersuchen. Das ist der Trainingsraum, ne? Nee, der Schlafsaal. Das ist der Trainingsraum. Und der Sanitätsraum. Da müssen wir natürlich... Das war dumm. Wow, da sind die verschwundenen Selkath. Okay, das scheint wohl Shaza zu sein. Oh, wie gemein. Dieser gefolterte Selkath hatte eine Art Talisman bei sich. Ja, wir haben Shaza gefunden. Und die Sith wollen anscheinend doch das Koltor für sich haben. Oder Kolto. Kolto war es, glaube ich. Nein, ich will nicht ablegen. Ich will mitnehmen. So. Ist natürlich echt schlecht. Ist natürlich richtig schlecht. Der Trainingsraum, da können wir gegen den Sith antreten, das will ich aber noch nicht. Ich glaube, hier kamen wir her, ja. Das heißt, bleibt noch der Schlafsaal. Ich speichere mal ein bisschen öfter. Ich könnte eigentlich auch mal einen Hardsave machen, ne? Den da wäre der nächste. Ist ein bisschen lange her schon. So. Ah, hier ist Shaza. Oh, wirklich? Was?
Felix hat mir den Auftrag erteilt, das Verschwinden der jungen Selkas zu untersuchen. Unsere Allianz mit den Sith, ja, bestimmt. Bestimmt, mein Freund, bestimmt. Wie das wohl weitergehen wird. Aber Leute, wir machen hier einen kleinen Cut und beim nächsten Mal werden wir diesen Cliffhanger auflösen und mal schauen, ob wir die überreden können, wieder zurückzugehen. Bis dann, Leute. Tschüss.